Das deutsche Rentensystem wird seit der Rentenreform unter Konrad Adenauer durch das sogenannte Umlageverfahren finanziert. Das heißt, Beitragszahler erwirtschaften die Renten der jetzigen Rentner und erwerben Anspruch auf ihre eigene zukünftige Rente. Damit es bei der Verteilung der gesetzlichen Rente gerecht zugeht, gibt es die sogenannte Rentenformel. Anfangs sah diese Formel so aus. Durch Reformen wurde die Rentenformel so angepasst, dass sie aktuelle demografische Entwicklung mit einbezieht. Die Rentenformel ist eine komplexe mathematische Gleichung, mit der berechnet wird, wie stark die Renten jährlich angehoben werden können. Im Prinzip besteht die Formel aus drei Komponenten: der Lohnkomponente, dem Riester und dem Nachhaltigkeitsfaktor. Der erste Teil der Berechnung berücksichtigt die Lohnkomponente, also die durchschnittliche Entwicklung des Bruttoeinkommens. Steigt das Einkommen, steigen auch die Renten. Seit 2001 gibt es zusätzlich den Riester-Faktor. Steigt der Anteil der Erwerbsfähigen, die eigenständig mit einer Riester-Rente vorsorgen, so verringert sich der Riester-Faktor und die Rentenanpassung verlangsamt sich. Sorgen also viele privat vor, steigen die Renten weniger schnell. Zum Vorteil der Jungen, da deren Beiträge zur Rentenversicherung ebenfalls weniger stark steigen. Doch das Zünglein an der Waage ist der Teil der Gleichung, der erst 2005 ergänzt wurde: der Nachhaltigkeitsfaktor. Er berücksichtigt die Auswirkungen des demografischen Wandels, also das Verhältnis zwischen Rentnern und Erwerbsfähigen. Sinkt die Zahl der Beitragszahler gegenüber den Rentenbeziehern, führt dies zu einer geringeren Rentenerhöhung. Das Ziel des Nachhaltigkeitsfaktors ist es, die Beitragszahler nicht zu stark zu belasten. Viele fordern, Rentenniveau einfrieren, also den demografischen Wandel ignorieren. Die finanzielle Mehrbelastung für Erwerbsfähige wäre allerdings immens. Bis 2040 läge sie bei 600 Milliarden Euro. Nur mit diesem Mehr an Beiträgen würde man das aktuelle Rentenniveau halten können. Ohne die Berücksichtigung des demografischen Wandels würden Erwerbsfähige von unverhältnismäßig wachsenden Beitragszahlungen erdrückt werden. Nur wenn die Rentenformel alle drei Komponenten berücksichtigt, bleibt sie auch zukünftig generationengerecht.